Hallo Leipzig-Fans, wir sind wieder zurück. Der Umzug ist durch und es kann weitergehen. Heute ein richtiges Hammerduell. Es ist zwar Dritter gegen 16., aber ich muss ganz ehrlich sagen, St. Pauli ist auf jeden Fall richtig gefährlich. Sind in letzter Zeit wieder gut reingekommen. Müssen wir mal gucken. Haben auf jeden Fall keine Verletzten, keine Gesperrten. Bei uns ist Edwin Schwarz gesperrt und Volkmar hat eine Verletzung, eine Knöchelverdrehung. Daher wird heute unser Leopold hinten in der Abwehr stehen und Boller nehmen wir mit, weil ja Schwarz ausfällt. Wir sind zwar Dritter, aber ich denke, St. Pauli kann es uns wehtun. Wir haben Nieselregen, steht hier gerade bei 14 Grad. Wunderschönes Wetter hier am 11. November und wir spielen zu Hause. Also es ist angerichtet, es ist ein gutes Spiel. Wir werden so in die Mannschaft, so in das Spiel gehen. Schärf, Leopold, Sirk, Urban, die Abwehrreihe, natürlich im Tor Mesi, ganz klar. Dann Grimm und Keller ist zurück, den hatte ich wirklich nicht mitgenommen im letzten Spiel. War aber auch nicht schlimm, konnte sich ein bisschen ausruhen. Und vorne Apuchapka, Weiland und Altigan. Und im Sturm natürlich unser Goalie, unser Goalgetter, Stiane. Und natürlich haben wir Breyer und Kiersamer mit dabei, Abderramdane, Rangelov. Also wir sind gut bestückt. Lüdke Fri hat auch gezeigt, dass er gut auf jeden Fall in die Mannschaft passt. Wie gesagt, Marcel Boller wieder als Ersatz für Leopold oder Sirk und Pavi und Schlüter natürlich hinten drin für Schärf und Urban. So würde ich sagen, geh mal rein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird ein richtig gutes Spiel, denke ich. Und wie gesagt, St. Pauli dürfen wir nicht unterschätzen, auch wenn die 16er sind. Das heißt hier gar nichts. Und ja, vielleicht geht der Lauf ja weiter. Wir sind noch Dritter. Meppen hat übrigens im letzten Spiel 4-1 gewonnen. St. Pauli will unbedingt Apuchapka. Das können sie knicken. Das können sie vergessen. Also wie gesagt, Meppen gewann gegen Osnabrück. Ist uns wieder auf nah dran. Unser Torfeld ist natürlich besser. Und deswegen stehen wir auf Platz 3. Mit einem Sieg können wir natürlich oben anklopfen. Und wenigstens auf 2 rutschen sogar. Nee, sogar auf 1 rutschen. Dafür muss natürlich Hansa Rostock gegen Essen verlieren. Und Magdeburg muss verlieren gegen Zwickau. Aber das denke ich mal nicht. Es ist angerichtet. Wir gehen rein ins Spiel. Letztes Taktik-Meeting. Das bleibt alles so, wie es ist. Wir spielen wieder kontrolliert. Osman Altigan fehlt die Spielpraxis. Ist klar, ist wieder nach seiner Verletzung zurück. Hat es in den letzten beiden Spielen sehr gut gemacht. Werden wir natürlich weiterhin gucken. Wenn nicht, bringen wir dann einfach Pasi. Ja, aber ich denke mal, wir können hier auf jeden Fall was machen. Und wir wollen das letzte Spiel mit rüber retten hier in das Spiel. Und hier die 3 Punkte holen. Zu Hause halten. Auf geht's gegen die Braunen aus St. Pauli. Let's go. Oh, 6 Minuten, schon 4 Spitze. Einer kam aufs Tor, aber ansonsten passiert nicht viel. Ich werde die Jungs mal ein bisschen ermutigen. Oh, jetzt Apuchapka. Schöner Freistoß. Aber Borchert. Borchert hält den. Zähne geht aber, glaube ich, weiter. Können wir abfangen hinten. Sehr gut von Grimm. Apuchapka, ja, der ist zu weit weg. Das Silva Moreira. Sander. Sehr gutes Tackling von beiden. Schärf und Apuchapka. Schön durch die Beine. Vielleicht nochmal abziehen. Sehr gute Chance. Apuchapka. Erstes Ausrufezeichen in Richtung. Wir gucken nach oben. Nils Bröling gleich aus für Rostock gegen Essen. Super Ball hier, Weiland. Ah. Okay, Schärf, du hast Zeit. Leopold, sehr gut auf Sirk. Sirk chippt den hoch rein. Da ist Weiland und da ist Siane. Eventuell abfallen, ich weiß es nicht. Nee, 1 zu 0. Jamal Siane. Sehr guter Chip hier von Sirk auf Weiland. Der macht dann direkt. Und es ist doch kein Abseits, sondern mit dem Kopf. Borchert kann sich vergebens strecken. Beifuß und Jessen steht viel zu weit weg von unserem Jamal. Und da steht es 1 zu 0. 27. Minute. Kann man nochmal loben. Sehr gut. So fühlt sich das gut an. Und Rostock 1 zu 1 gegen Essen immer noch. Urban. Oh. Würing. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das ist rot. Ja, klare rote Karte für Düring. Also so gegen Urban reinzugehen, das ist schon krass. Also ich muss schon sagen, St. Pauli schlägt sich gerade richtig schlecht. So, Chip schlecht. Urban macht keinen Fehler, hat Zeit. Sehr gut. Apuchapka hat Platz auf links. Ja, keiner vorne drin. Was macht Abu? Nochmal zurück auf Schärf. Schärf versucht den Chip auf Weiland. Geht schief. Zander. Ja, jetzt sind wir wieder dran.
Sehr gut. Müsel hat ein starkes Spiel auf Zander, Härte und klappt aber von Aboutchapka. Jetzt Grimm. Ballwechsel auf Aboutchapka. Weiland, Ciane, 2-0. Kein Abseits, das ist hervorragend gespielt. 43. Minute. 2-0. Yeah, baby. Der Grimm auf Aboutchapka, Weiland und der Sieg natürlich Ciane. Und das ist halt Botzrocken, werde ich mal sagen. 2-0. Damit spielen wir jetzt auf Platz 2 verdient. Sehr gutes Spiel. Ich habe nichts zu bemängeln. Ich würde gucken, dass ich vielleicht sogar jetzt heute mal gucken, dass wir vielleicht Altigan schonen und rausnehmen. Macht ein ganz gutes Spiel. Aber ja, sollte man auf jeden Fall schonen. Wir bringen Pasi für Altigan. Und ansonsten sehe ich da eigentlich weiterhin keinen Bedarf, irgendwas zu machen. Lukas Scherf wird halt nicht gefordert. Alles gut, so gehen wir rein. Wenn man oft mal ein bisschen schonen, quasi kriegt Spielminuten, so muss das sein. So, Burchard, Abschuss, 48. Minute, Sirk sehr gut abgefangen. Breyer auf Urban, wieder Breyer, super Ball vor, Sian, ne, kriegt er nicht. Ha. Beifuß blockt diesen Angriff. Aber Ball wieder bei uns in den Reihen. Sirk, Leopold. Guter Chip, kommt nicht an. Keller. Auf Piane, Versuch Nummer 3. Wird nichts. So, jetzt den Ballfuß. Es ist wie Scheibenschießen. Gleich wieder unsere Jungs im Angriff. St. Pauli macht gar nichts mehr. Aboutchapka. Aboutchapka. Schöner Seitenwechsel auf Breyer. Pasi, schön rein. Piane. 0. Damit ist die Messe safe gewesen. Das Ding ist durch. Aboutchapka, Sieg drüben, Dreier, super Ball, super Seitenwechsel. Und Ciane, er ist halt einfach göttlich. Und weiter geht's. 51. Minute, Weiland, Urban. Wir werden jetzt gleich große Wechsel machen. Wir nehmen alle vier Wechsel vor. Breyer verliert den Ball hier gegen Tauschan. Sirk, sehr gut. Urban. Breyer. Super Ball auf Weiland. Ciane lauert schon wieder im 16er. Ciane lauert. Ciane lauert. Ciane ist unfassbar. 4-0. St. Pauli. Jetzt habe ich dir auch noch gemaßregelt. Verdammte Scheiße. Oh, weia. Gott sei Dank steht 4-0. Ich glaube, wir werden das Spiel jetzt einstellen. Ach, Kacke. Oh, verdammt. Wie blöd muss man denn sein? Vier Tore von Ciane. Wir geben die Wechsel jetzt durch. Hier ist aber kommt vorne für Ciane rein. Wir bringen ab der Ramdane für Weiland. Natürlich kriegt Boller seinen Einsatz. Ganz klar. Und wer ist noch so ein bisschen angeschlagen? Sirk. Das geht jetzt nicht. Obwohl doch, wir könnten Leopold drauf lassen. Machen wir Boller für Sirk. Dann nehmen wir das einfach wieder zurück. So. Jo, wen nehmen wir noch rein? Lüthi. Lukas ist aber eigentlich gut unterwegs. Ja, vorne Aboutchapka ist angegriffen. Dann bringen wir hier Rangelov. Dann machen wir das so. Bestätigen. Jungs, es tut mir leid. Das mit der Maßregel war nicht so gewollt. Wenn das wieder geht, werde ich euch loben. Tut mir leid. Seid bitte nicht. Oh, Rangelow und Kiel, sag mal. Ich lobe euch jetzt sofort. So, 69. Minute. 4-0 für unsere Lok. Zwickau führt gegen Magdeburg. Das ist natürlich fein. Rostock 3-1 jetzt. Ah, alle sind happy, alle sind froh. So, Mesi auf Leopold. Abfangen hinten. Sehr gut. Oh, Leo. Müsel. 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 Da ist mal ein Schuss von St. Pauli. Der erste Schuss, den wir sehen in der 88. Minute. Essen ist nochmal dran mit 4-2. Da wird aber nichts mehr passieren. Wir gewinnen 4-0 gegen ein dezimiertes St. Pauli. Die haben sich natürlich super ja, selbst geschwächt mit der roten Karte. Aber es ging gar nichts. Also, dass die da unten stehen, ist schon heftig. Wie wichtig ist dieses Ergebnis angesichts der gegebenen Umstände? Was für gegebene Umstände?
Leute. Das ist ein großes Ergebnis und dazu noch verdient. Es scheint derzeit eine super Moral zu herrschen. Ja, na klar, wir stehen ja oben drin, das hat keiner gewartet. Fußball ist wirklich einfach, das ist Schwachsinn. Wenn wir darauf aufbauen können, bin ich sehr zufrieden. So ist es. Spieler des Tages, Jana. Jana, unser Diamond, unser Goldstück. Der wird gelobt. So geil, ja. Kirky, du darfst wieder. Skendrovic ist zur Stelle. 2 zu 4, krass. Wir gucken natürlich der Gegner, den habe ich jetzt komplett vergessen. So gehypt war ich. Saarbrücken, Dortmund 2-0 zu 0. Zwickau besiegt Magdeburg. Das ist natürlich richtig gut. 1 zu 0, Rostock Essen 4 zu 2. Lok Leipzig gegen St. Pauli 4 zu 0. St. Pauli bleibt damit aber trotzdem 16. Münster, Freiburg 3 zu 2. Waldhof Mannheim 60 2 zu 4. Also es ist spannend. Es ist richtig, richtig spannend hier in der dritten Liga. Man kennt es ja nicht anders. Ne? Und hier 4 Tore von Ciane. Sehr stark. Jetzt wartet natürlich am Montagsspiel der SC Freiburg. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. So, und da gibt es wieder Transferangebote. Für Volkmar hat kein Interesse. Was habt ihr denn jetzt vor? Wieso wird er jetzt Volkmar? Was passiert hier denn? So, Boller wird immer besser, ne? Der Junge ist so gut, ey. So. Volki ist noch verletzt. Schwarz lasse ich außen vor. Das hat eigentlich super geklappt mit Leopold und mit Boller. Da warten wir wirklich, bis unser Volk mal wieder da ist. Ja, Schwarz, ich weiß nicht. Irgendwie, das war halt wirklich kein guter Deal. Irgendjemand war es doch noch, den ich da raus hatte. Nee, ne? Möcker. Ja, das ist halt jetzt im Mittelfeld, haben wir jetzt gerade ein sehr großes Übergewicht. Aber das ist okay so. Das passt so. So wollen wir weiterlaufen. Also Schwarz, da nehme ich ein Angebot gerne an. Können wir jetzt eigentlich nochmal probieren. Ciane bekommt die Torprämie, die verdient da natürlich auch. Wie stehen wir denn da jetzt eigentlich? Zwecksmäßig Tore. Wie war der denn jetzt schon mal? 17 Tore hat der Typ jetzt schon. 17 Tore. Er ist so unfassbar. Also der Junge ist Wahnsinn. Boah, wenn man hier sieht, wer da jetzt gesperrt ist, wow. Ja, Volkmar ist fraglich, das werden wir auch nicht machen gegen Freiburg 2. Ich werde jetzt Schwarz nochmal anbieten. So, dann haben wir das hinter uns hier gebracht. Jo, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, guck mal, Unterhaching gibt Gebot für Schwarz ab. 48,5. Finde ich okay. Ja, das soll er ruhig. Das ist okay, das fühle ich. 48k nehme ich mit. Gerne. Bayern 2 gegen Halle 4 zu 0. Das ist krass, ey. Halle, Zwickau, Mannheim. Wenn du siehst, was da unten drin steht, St. Pauli, ne? Das ist Wahnsinn. Wien, Wiesbaden, Weiche, Flensburg. Schon krass. Ja, ich denke mal, dann wird uns Schwarz auch verlassen. Richtung St. Pauli, Richtung Unterhaching. Und dann können wir uns eigentlich um andere Aufgaben kümmern. So. Wie sieht es denn aus? Wie hat dann Weigel gespielt? Eine 6,6. Isa Dogan, endlich spielt er. Ich falle um 7,4. Krasse Geschichte. Auch hier. Enes Yilmaz, 6,7. Möbius, eine 8,0. Das finde ich gut. Henke, eine 6,9. Hier eine 7,4. Egels-Eder. Said, eine 7,4. Dan Schmitz, eine 7,2. Sehr, sehr stark. Dann Sippler. Wäre auch noch, ne? Wenn du überlegst, was wir noch alles haben. Also, wir brauchen uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Wie gesagt, ich werde da mal gucken, wen ich so loswerden will. Also, wen man nicht mehr braucht, wie Zille zum Beispiel, Said zum Beispiel, Egels-Eder. Da werde ich natürlich auch sagen, dass ich die anbiete und werde die locker verkaufen. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Angebote. Und wenn die so performen, wie sie es jetzt gerade tun, ist alles super. So, Regionalliga hat man gerade gesehen. Wir gucken mal kurz hier durch, was hier so ist. In der Premier League ist Liverpool auf 1, in der Spanien Real Madrid.
in Frankreich der PSG, in der Bundesliga Lok Leipzig, das wäre es natürlich, unser Konkurrent RB. Dann haben wir Napoli in Italien, in Portugal Sporting, in Holland hieß es Ajax und in den Niederlanden, Entschuldigung, Schottland Celtic und in der österreichischen Liga, liebe Grüße an den Chi, ist es Salzburg. So. Möbius auf Kurs. Den wollten wir ja eigentlich nicht zurück. Pass mal auf, das wäre zum Beispiel einer, den ich jetzt mal gerne den Verbrennen anbieten werde. Zack. Erinnert Versprechen am Boller, mehr Einsatzzeit. Ja, Junge, er spielt doch. Ist doch alles in Ordnung. Er ist doch dran. Wow. Okay, Löwig will noch nicht. Pasi ist verletzt. 2 Wochen. 2 bis 3 Wochen. Ist okay. Da haben wir ja im Endeffekt, da können wir Möcki mitnehmen. Alles gut. Und Rangelauf haben wir ja als Ersatz. Das passt schon. Das ist gut, wenn du einen hast, der rechts und links spielen kann, wie Bogdan Rangelov, genauso wie Breyer. Das passt sehr gut. So, was haben wir denn hier? Oldenburg gegen Dynamo Dresden. Haben sie verlegt, das Spiel. Okay. Hier haben wir ein Scouting, 2 Stück. Branko Savicic. Okay. Was soll ich mit dem? Florian Hartherz ist okay, aber sorry. Da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Dresden gewinnt 0 zu 1 gegen Oldenburg. Ist natürlich da wieder oben dran. Schmitz unzufrieden mit der Laie. Was hat er denn? Ich hatte vorher ein Gespräch mit Dan Schmitz, bei dem klar wurde, dass er mit seiner Laie bei Amatal eine Probleme hat. Schmitz glaubt, dass er bei Amatal unter Jürgen Schmidt nicht oft genug auf der vereinbarten Position zum Einsatz kommt. Er möchte dort regelmäßiger spielen. Ja, dann reden wir mal mit Herrn Schmitz, ne? So, Herr Schmitz. Hallo, was ist los? Ich weiß, Sie wollen dann auf der eigentlich vereinbarten Position spielen, aber wir wissen beide von Ihrer Vielseitigkeit. Wieso spreche ich denn jetzt mit Dan Schmitz? Ich wollte doch eigentlich mit Schmidt wollte ich doch reden. Hier, Typ. Tut mir leid, das ist meine Schuld. Ich werde das sofort regeln. Danke. Ich werde das genau beobachten. So, wieso? Oh, jetzt habe ich mich ja noch verlesen. So, Yilmaz haben wir dasselbe Problem. Da werden wir das natürlich auch gleich reinhacken. Und ich werde es beobachten. So, perfekt. Schmidt und Schmitz. Das ist natürlich wieder scheiße gelaufen. Aber wir haben noch die Kurve gekriegt, alles gut. Jetzt ist er erstmal auf Länderspielreise für Luxemburgs U21. Und wenn es nicht passt, holen wir ihn zurück. Ganz einfach. Und verleihen ihn nochmal neu. Oh, wen haben wir denn drin? Weiland und Ciane. Sehr gut hier, Frühling. Ist schon cool. Spiele fürs TV. Wen haben wir denn? Meppen und Münster. Sehr gut. 14K gibt's. Finde ich gut. Meppen und Münster. So, Schwarz bestätigt Wechsel zu Unterhaching. Dann machen wir das doch, ne? Dann kann er gehen. So, der geht jetzt gleich, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie. Jetzt verletzt sich Sörg, da kriegst du doch eine Macke. Sag mal, Sörg, hast du eine Weise? Ich hoffe, du bist wieder fit, ne? Ist der jetzt weg? Der ist jetzt weg, ne? Der ist nicht weg. Das andere. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier keine Transferregelung gerade gibt, dass hier jeder wechseln kann, wie er will. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich dann Fehler gemacht habe im Dings, das kann natürlich sein. Ja, wenn es jetzt ganz hart wird, dann holen wir Leon Heinke zurück. Der performt ja richtig gut. Also von daher, DFL-Pokal war jetzt gerade. Passt schon so. Aber Schwarz ist weg und das ist gut. Das ist okay. Das hätte echt nur Probleme gebracht. Und von daher. Und so zufrieden war ich jetzt mit seinem Kauf eigentlich nicht. Klar, habe ich da Fehler gemacht. Aber hey, 48K. Das ist okay. Ich glaube, wir haben ihn damals für nichts geholt oder so. Der war ja, glaube ich, sogar ablösefrei. So, Magdeburg gegen Hansa Rostock, das ist natürlich auch krass.
ist natürlich auch krass. Köln gibt Gebot für Ben voll ab. Das können wir gerne machen. Das ist okay. Rostock verliert gegen Magdeburg. Das ist natürlich hart. Und natürlich wieder gut für uns, ne? 3:2. Moritz Schröter kriegt auch noch in der 78. die rote Karte. Boah, hier 90-1. Artig, der ist ja auch so ein Wahnsinnstyp, ne? Der Artig, das ist einer, wenn der gegen dich spielt, hast du keinen Bock mehr, ne? Wenn du siehst, dass der in der Aufstellung steht, weißt du ganz genau, es kotzt dich an. Und es war gegen uns genauso, wo wir gegen Magdeburg gespielt haben. Da hat er ja auch in den Schlussminuten genetzt und hat uns alles versaut. Ja, ja. So, dann haben wir jetzt gleich Freiburg 2 am Montagsspiel. St. Pauli gegen Meppen. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. So, Dortmund-Wiesbaden 0:1. Bayern-Zwickau 1:2. Ausrufezeichen von Zwickau. Halle gewinnt gegen 60. Das nächste Ausrufezeichen. 1:2 in der 92. Minute. Flensburg verliert gegen Münster. St. Pauli gewinnt gegen Meppen. Es ist unfassbar. Und Osnabrück gegen Waldhof 2:3. Das heißt für uns, wir fallen zwar runter auf die 5, aber mit einem Sieg, guckt euch das mal an. 32, 34, 34, 34, 35. Das ist krass, oder? Wie krass ist es bitte? Wahnsinn. Das ist so krass. Das glaubt keiner. So. Ich hoffe, Sir kommt wieder. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wenn nicht, lass mal Pavi auf jeden Fall laufen. Im Innenverteidigung. Ich glaube, mit Boller und mit Leopold zu starten, wäre, glaube ich, sehr schwierig. Und Pavi kann ja auch in Verteidigung, aber ich denke, Sirch wird nochmal fit. Isa Dogan entlässt seinen Berater. Das ist super. Isa, das machst du hervorragend. Ja. Dann gehen wir noch die Sonntagsspiele zusammen durch, bis wir dann anfangen. Dresden, Saarbrücken 2:0. Essen, Oldenburg 2:2. Dresden klopft auch an. Dresden klopft jetzt auch langsam an. Und wir müssen unsere Hausaufgaben jetzt gegen Freiburg machen. Die sind 14er, aber das heißt nichts. Die können auch gut performen. So, das ist alles klar. Ach komm, Sir. Bist du echt nicht mehr fit jetzt, oder was? Das wäre natürlich richtig böse. So, Montag. Scouting-Updates. Wen haben wir denn hier? Janne Srabold. Ist für uns leider nichts mehr. Schade, schade, schade. Einen. Dan Bitten. Ist okay. Der kann ja mal gerne bitten, aber wir brauchen Fitness-Test. Lukas Sir ist wieder fit. Sehr gut. Pasi ist nicht fit. Volkmar hat einen Fitness-Test bestanden. Kann 75 Minuten spielen. Das finde ich sehr gut. Dann nehmen wir den auf jeden Fall. Nö, den lass mal die Pause. Wir bleiben so wie immer stehen. Alles gut. Das passt soweit. Wir gehen genauso in das Spiel. Das ist okay so. So, wenn wir die Hausaufgaben machen, sind wir Tabellenerster nach dem Spieltag. Let's go. Leistung mit rüber retten und Gas geben hier gegen den SC Freiburg 2 in Rot und wir natürlich in Gelb und Blau. So, Ecke Altigan. Grimm hat den zweiten Ball. Ja. Oh, und Ciane schießt da stark an. Erste gute Chance für unsere Lok. Ja, bisher noch 0:0, aber wir sind auf jeden Fall ein Vor mit den Schüssen. Etze Quebe. Kriegt die gelbe. Treu. Chippt den rein. Aufpassen jetzt hinten. Oh, beide kommen da in Bredouille. Weiland und Urban. Alte ganz super den Ball geholt. Seitenwechsel mit Abouchapka funktioniert. Schärf auf Leopold. Der chippt den hoch auf Siane. Den kriegt er nicht. Grimm. Leopold. Wieder Ball hoch rein. Weiland. Ja, sie versuchen es, aber das ist dann als Mist. Und der war nicht schlecht gemacht hier. Boah, kein Foul an Kappe. Siane ist durch. Gut gehalten. Gut gehalten vom Schluss nach dem FC Freiburg 2. Das sah mir jetzt aber ein bisschen kauderwelsch, was sie da vorne gemacht haben. Da war mehr drin. Altigan abgefangen. Ja, bisher nichts Zwingendes. Also die guten Chancen bleiben zurzeit aus. Aber wir machen es gut. Wir sind gut dran. So, Treu, aufpassen. So, Weiland, du hast Zeit. Altigan läuft. Sehr gut gesehen. Altigan.
Jetzt fehlt Siane vorne. Altigan hält den Ball gegen Ezequeme. Der muss aufpassen. Keller, schwach, aber Glück gehabt. Sehr gut gespielt. Weiland, Siane ist zwischendrin. Wieder Fuß dazwischen von Makengo. Also Freiburg steht in der Abwehr sehr, sehr stark. Das macht Adubolo. Aber wirft den Ball ab. Okay, treu auf rechts. Jetzt müssen wir aufpassen. Siane geht mit nach hinten, holt sich den Ball sehr stark. Boah, schlechtes Ding. Richtig schlecht vom Mesenhöhler. Und dann kriegst du fast das Gegentor. Und der war ja lächerlich vom Bräuning. Glück für uns. Also das darf nicht passieren, Freunde. Da hinten. Leopold auch unglückliche Leistung heute. Das sehe ich gar nicht so gerne. 0 zu 0. Muss mehr kommen. Wir können uns hier einen verdienten Sieg holen. Ich lasse Leo erst nochmal drauf. Ich werde jetzt nichts ändern. Wir werden es jetzt mal beobachten. Aber bisher kommt hier nichts Zwingendes bei runter. Ich werde die Jungs nochmal ein bisschen ermutigen hier. Mal ein bisschen nach vorne zu gehen. So, Schärf. Weiland. Leopold. Der Ball ist nicht schlecht. Den kriegt Siane leider nicht. Zweiten Ball, Abu Chapka, sehr gut. Schärf, Leo. Der Leo mit seinem Gechippe, das ist echt kacke, ne? Sehr gut gearbeitet von Grimm. Ich muss den Leo rausholen. Der Leo kommt mir nie, überhaupt nicht gut vor. Weiland kriegt er. Ja, geht nach außen. Siane. Oh Gott. Ja, das werden wir jetzt machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Leo raustun. Bring mal. Voila. So, was kann man jetzt noch machen? Wir müssen irgendwie, Abu Chapka ist heute gar nicht gut drauf, da werde ich jetzt Rangelow bringen. Da kommt auch gerade gar nichts und Siane hat auch keinen guten Tag heute. Aber da werde ich nochmal warten. Da warten wir nochmal bis in die 75. ab. Ja, heute ist schwierig. Gegen Freiburg macht es gut. Die stehen richtig sicher. So, Siane geht raus. Wir bringen auf rechts hinten nochmal den Pavi, dass wir da nochmal ein bisschen Druck machen. Und dann muss ich überlegen. Einen haben wir noch. Schärf bleibt safe dort. Möcker für Grimm ab der Randane. Genau. Und dann bringe ich Weiland über rechts. So, machen wir es. Gucken wir nochmal, ob wir vielleicht mal irgendwas... Wenn wir so diesen einen Nagelstich nach vorne setzen können. Aber ich denke, das gibt eine Nullnummer hier gegen Freiburg. Haben sie sich dann auch verdient. 0 zu 0 endet diese Folge dann gegen Freiburg. Ich fühle mit euch. Das bringt jetzt nicht auf den Jungs noch rumzuhacken. Das ist halt nun mal so. 0 zu 0 ist okay. Wir bleiben Fünfter. Es hat nicht sollen sein, aber es ist nichts passiert. Alles gut. Wir haben im nächsten wieder Chancen. Montagsspiele sind nicht so toll. Das haben wir jetzt mitgekriegt. Ne? 2 Punkte hinter Rostock. Also ist alles eng bei eng. Es ist okay. Es ist alles gut soweit. Dan, sehr gut gemacht. Dan ist halt, wenn der kommt, ich glaube, das ist unser Mann dann. Das wird richtig gut. So, Volki kommt wieder zurück. Da kann man Leo raustun. Boller geht wieder zurück. Pasi Breyer. Werden wir da mal gucken, wie wir das machen. Ansonsten sehen wir erstmal soweit ganz gut da. Ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann wartet Osnabrück in 61 Tagen. Das heißt, wir haben jetzt Winterpause. Dann werden wir mal ein bisschen Scouting machen, die Mannschaft bearbeiten in den nächsten Folgen, die ersten Testspiele arrangieren und dann gucken wir mal, dass wir für die Rückrunde gut gewappnet sind und vielleicht so noch ein bisschen besser spielen, das ein oder andere Spiel gewinnen und dann geht's hoch in die zweite. Wäre natürlich mega. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.